Der Staat ist der einzige, der wirklich tolerant sein muss und alle Bürger gleich behandeln muss. Wir Menschen müssen das nicht. Übrigens rechtlich gesehen auch nicht. Side-Eye. Aber das zeigt ja auch, wie dringend es ist, dass wir unsere Meinung sagen sollten, auch wenn wir mal etwas nicht gut finden, was in der Welt passiert. YOLO. Denn wir sind ja nicht dafür verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir eben nicht tun. Und wenn immer nur jeder seinen Mund hält und sich nicht dazu äußert, in was für einer Gesellschaft leben wir dann? NPC. Kurz gesagt haben wir es mit einem voluntarischen Eingriff in der Sprache zu tun. Call in. An Endskäufer und Endseinkaufskorb. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Okay. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es nicht nur um das Thema Sprache, sondern auch um die Toleranz und darum, ob wir auch alle tolerant sein müssen. Aktuell müssen wir alle politisch korrekt reden und wenn ihr lernen wollt, wie das funktioniert, dann schaltet dieses Video aus, denn ich bringe es euch nicht bei. Denn politisch korrekte Sprache, was bedeutet das eigentlich? Man soll nicht nur sensibel gegenüber Minderheiten sein, sondern natürlich auch antidiskriminierend. Ganz wichtig, aber vor allem Ausdrücke und Handlungen vermeiden, die Menschen kränken könnten. Das ist jetzt eine sehr schwammige Aussage, denn man weiß ja nicht, wo ist jetzt die Grenze, was darf ich jetzt sagen und was nicht. Und natürlich Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und auch mit unterschiedlichem Geschlecht gleich ansprechen, dass sich auch wirklich jeder, aber ich meine jetzt auch jeder, angesprochen fühlt. Easy, oder? Ganz einfach. Wie vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, war ich vor nicht allzu langer Zeit bei Fairtalk und dort war unser Gesprächsthema auch die Macht der Worte. Und falls ihr wissen wollt, wie es dort so hinter den Kulissen abläuft und was ich den Tag über gemacht habe, dann schaut mal gerne hier rein. Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Und jetzt geht's jetzt mal los oder so. Jetzt muss ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich schon vor langer Zeit angefangen, Fairtalk zu gucken, gerade auch als das ganz frisch und neu war. Und dann habe ich immer zu meinen Eltern gesagt, eines Tages will ich da auch mal sitzen, will ich auch mal was erzählen. Ne? Mit einem Gläschen Wasser in der Hand habe ich Bock drauf. Und deswegen war es auf jeden Fall sehr cool, dann mal wirklich dabei gewesen zu sein. Wobei ich auch wirklich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, in so einem Zweiergespräch hat man irgendwie häufiger die Möglichkeit, genau und tiefer in Themen reinzugehen und sich ein bisschen genauer darüber auszutauschen, weil meist in so einer Viererkonstellation oder mehr ist es halt so, dass am Ende jeder auch so seinen Senf dazu geben will und halt auch mal wieder was sagen will und man geht nicht wirklich auf den anderen ein und am Ende hast du dann halt so vier verschiedene Senfsorten, aber keine Wurst. Also die Wurst ist jetzt eine Metapher für eine mögliche Lösung. Aber ist nicht immer so. Ist mir nur so aufgefallen, wollte ich einfach mal sagen. Und euch muss ich auch von Herzen danken, denn ich habe nach der Show, also nachdem sie online war, habe ich so viele Nachrichten bekommen mit, ja, voll klasse und hat mir sehr gefallen und so. Das hat mich sehr gefreut, denn es war ja auch so das erste Mal live für mich, ne? Wenn ich mich jetzt hier verspreche, kann ich es immer noch rausschneiden, aber live ist live, ne? Wie schon gesagt, war das Thema die Macht der Worte und meiner Meinung nach hat dieses Thema auch eine sehr hohe Relevanz. Wobei ich leider auch sagen muss, dass teilweise das Thema etwas zu kurz gekommen ist. Wir haben jetzt ja die letzten Corona-Jahre, sage ich mal, sehr viel durchgemacht und viele von uns haben auch sehr viel Leid miterlebt. Und da zu dieser Zeit einfach keine Plattform da war, in der man mal offen und ehrlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen darüber reden konnte, ist es logisch, dass man immer wieder irgendwie auf dieses Thema zurückfällt und einfach mal sich auch auf gut Deutsch gesagt, darüber auskotzt, was in der Zeit eigentlich alles passiert ist. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass wir dann auch irgendwann in der Show an diesem Punkt waren. Ich habe mich dann doch dafür entschieden, mich so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich irgendwie der Meinung war, okay, das ist jetzt nicht das Thema des heutigen Abends. Deswegen habe ich es einfach abgekürzt. Das ganze Thema kann man ganz einfach runterbrechen, indem man sagt, wir werden von einer Handvoll Unternehmen regiert. Das ist einfach so. Und die bestimmen dann, was wir sagen, was wir denken und was wir tun sollen. Richtig. Aber ich möchte gerne nochmal auf das ursprüngliche Thema, die Sprache, zurückkommen. Ja. Denn Sie haben das auch gerade angesprochen, nochmal die Meinungsfreiheit. Wo ist sie und was passiert eigentlich gerade mit der Meinungsfreiheit? Denn ich habe gelernt, die Freiheit der Rede ist nicht das Problem, sondern die Freiheit nach der Rede. Danach habe ich erzählt, dass ich mit der Zensur schon einige Erfahrungen gemacht habe, denn immer mehr YouTube-Videos werden von mir entmonetarisiert oder auch gelöscht. Aber eine Zensur findet natürlich nicht statt. Daraufhin hat Herr Hane Folgendes geäußert. Je schärfer die Kritik ist, desto ernster nehmen die mich. Da muss ich dem Herrn Hane natürlich recht geben und es gibt einiges, bei dem ich ihm auch zustimme. Aber was man vielleicht während des Gesprächs bemerkt hat, zu einer respektvollen Auseinandersetzung gehört auch, dass man die andere Person ausreden lässt. Und deswegen ergab sich, um es in den Worten eines Zuschauers von mir auszusprechen, ein kleines Hickhack zwischen Herrn Hane und mir. Aber das heißt ja auch, dass die Medienlandschaft sich generell verändert hat.
Ja, weil wenn Sie, ja klar, weil wenn Sie sagen, damals konnte man noch sehr offen über bestimmte Themen reden, das ist ja heute nicht so, außer in dem Rahmen, was natürlich sehr schön ist. Aber dann haben wir ja trotzdem das Problem, dass Sie jetzt sagen, Sie haben ja, Sie sind ja etwas älter als ich, ohne dass jetzt. Ja, Sie könnten ja meine Urenkelin sein. Also. Genau. Und da ist es natürlich vielleicht auch viel einfacher, so frei zu sprechen, weil wenn ich jetzt frei meine Meinung sage, ich kann ja noch alles verlieren in meinem Leben. Ich bin ja noch sehr jung. Mhm. Und da kann ich halt auch die Jugend irgendwo verstehen. Ich habe Freunde, die in der Universität sitzen und sagen, Michelle, ich muss jetzt hier die ganze Arbeit durchgendern. Und wenn ich das nicht mache, bekomme ich meinen Abschluss nicht. Ich kann verstehen, dass man da einknickt und sagt, okay, ich mache das jetzt halt mal. Entschuldigung, und dann Frau Schröder, aber hat Herr Hane nicht viel mehr zu verlieren? Also hat er nicht grundsätzlich, er könnte ja auch sagen irgendwie, ich bin berühmt in Deutschland, eigentlich jeder kennt mich, ich kann den ganzen Tag von Sylt nach Kalifornien und sonst wohin jetten und ich sag gar nichts. Also dank der Fernsehgebühren. Ja, aber ich sag mal so, das ist ja ein Punkt, wo ich jetzt einfach nur, um das auch umzudrehen, dass ja grundsätzlich, je jünger man ist, kann man ja immer flexibel wieder neu anfangen und sagen, vielleicht ist es einfach auch nicht das Richtige gewesen. Da sind wir wieder bei der spirituellen Ebene fast. Also da schmeißt mir irgendwie das Universum was vor die Füße, damit ich was verändere. Ja, das aber ist ein guter Punkt. Ja. Ich muss noch was aber sagen. Ich muss ja Ihre Frage noch beantworten. Gleich. Vielleicht ist es da auch ein Fehler, Sie als Beispiel zu nehmen, aber ich bekomme das dennoch sehr oft in den alternativen Medien mit, dass es dennoch etwas ältere Herrschaften sind, die sich jetzt trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie vielleicht schon in Rente sind und in dem Sinne nichts zu verlieren haben. Mhm. Ja? Und da geht es ja der Jugend anders. Und aber jetzt würde mich interessieren, bezogen, warum Sie geklatscht haben. Weil Sie das gut finden oder weil Sie das feige finden? Weil man jung ist, kann man nicht zu dem stehen, was man denkt. Das halte ich für grundfalsch. Das ist eine völlig falsche, irreführende Annahme. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch wieder angstgeleitet. Da gebe ich Ihnen 100% Zustimmung. Junge Leute sollten gerade ihre Meinung sagen, weil sie noch viel aufbauen können. Aber ich als junger Mensch, mein Traum war es immer, Schauspielerin zu werden. Und die klassische Schauspielkarriere werde ich ja jetzt nie machen können. Es sei denn, die Welt ändert sich von heute auf morgen. Weiß man nicht. Weiß man nicht, klar. Kann auch sein, dass alternative, coole Filmemacher jetzt sagen, hey, komm, dich nehme ich, du bist cool. Kann aber auch eben nicht sein. Und da ist halt schon eine Tür vielleicht zugegangen. Und das war mein Risiko oder das, was ich sozusagen verloren habe. Deswegen wollte ich noch mal sagen, junge Leute können natürlich auch schon viel verlieren. Mhm. Ja. Da mir einige wirklich wichtige, interessante Fakten gefehlt haben, möchte ich sie jetzt noch ergänzen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, es ist einfach so, dass man auch manchmal in so einer Gesprächsrunde zeitlich begrenzt ist und man schafft es nie, all das zu sagen, was man sich vielleicht vorher schon überlegt hat zu sagen. Denn wie man so schön sagt, Wissen ist eine Hohlschuld und ja, ich bitteschön, ne? Da habe ich jetzt zuallererst aber auch noch eine Frage an euch. Und zwar, hat schon mal jemand etwas von dem Thema oder dem Wort Trivium gehört? Und jetzt meine ich nicht die Rockband, sondern ja eine Hilfe und ein Wissen, wie man zur Wahrheit findet, indem man sich genauer mit der Sprache auseinandersetzt und durch Information, Wissen, Verständnis und im besten Fall natürlich auch Weisheit dann an diese Wahrheit gelangen kann. Und durch diese Methode, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann lernt man auch irgendwann wirklich rauszuhören, was Menschen einem sagen wollen. Vielleicht kennt ihr das auch, irgendjemand redet mit euch und ihr denkt, was willst du mir jetzt eigentlich sagen? Und sie sagen es nicht, aber so durch die Hintertür weiß man dann, was die Person will. Aber vor allem lernt man auch, dass man sich von Autoritäten auch nichts sagen lassen muss. Denn nur weil jemand, keine Ahnung, Doktortitel hat oder dein Professor ist oder dein Lehrer oder so, heißt es nicht, dass er an allem Recht hat und alles besser weiß als du, auch wenn du jetzt vielleicht 15, 16 bist. Und ja, das ganze Thema ist so umfangreich, ich kann es nicht mal mehr gut zusammenfassen, weil es wirklich krass komplex ist. Aber wenn ihr das zufällig kennt, würde es mich sehr interessieren. Und wenn nicht, ob ihr es kennenlernen wollt. Ich meine, wenn ich jetzt ein Video darüber machen würde und alles mit einbringen würde, würde das Video wahrscheinlich 8 Stunden gehen. Aber man kann es ja auch auf die wesentlichen Punkte zusammenquetschen. Wir erleben die Sprachveränderung nicht nur aktuell, sondern auch seit 1996. Und 1998 ist dann die Rechtschreibreform auch in Kraft getreten. Das heißt, irgendjemand da oben hat entschieden, oh, wir müssen die Rechtschreibung umdiktieren und es wird jetzt alles ganz anders. Wo sich dann auch damit schon viele gefragt haben, muss das jetzt sein? Also was ist verkehrt an der ursprünglichen Rechtschreibung? Und nach dieser Rechtschreibreform folgte dann eine
Orthographiereform, also die Reform der Reform quasi. Und es wurde nochmal verändert. Und ich glaube, es wird auch immer wieder verändert. Ich glaube, 2006 auch nochmal. Aber da fragt man sich, warum wird das erstens gemacht und was hat das dann auch für Folgen? Ens Einkaufskorb. Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert. Ja, ja. Dann kommt noch die Globalisierung dazu, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt nicht normal Deutsch sprechen, sondern eher Denglisch. Also wir hauen immer mehr Anglizismen in unser Wortlaut mit ein. Dann haben wir nicht nur Anglizismen, sondern auch Scheinanglizismen, also englische Wörter, die es im Englischen so eigentlich gar nicht gibt, die wir aber irgendwo übernommen haben, wie zum Beispiel Oldtimer oder was gab es noch? Handy. Um die Fakten aber sprechen zu lassen, durch die Rechtschreibreform wurde über 50% der Rechtschreibung verändert. Und wenn wir das dann immer häufiger haben, dann will ich gar nicht wissen, wo wir dann irgendwann mal landen. Außerdem hatten wir im Deutschen damals noch einen Wortschatz von ungefähr 500.000 Wörter und im Jahr 2023 sind es knapp nur noch 125.000 Wörter. Also weiter zum Thema Sprache. Ich glaube, wir alle merken, dass sich die Sprache unfassbar schnell verändert. Wir haben alleine jedes Jahr neue deutsche Jugendwörter, die ich jedes Jahr aufs Neue sehr skurril finde, denn ich bin schon so alt. Och, ich kenne da irgendwie 90% von nicht. Goofy, Riz, Slay. Auf meiner Recherche sind mir wirklich einige, ja, interessante Dinge einfach entgegengekommen. Zum Beispiel, dass meistens in einem Wort schon der Sinn des Wortes drinsteckt. Wenn wir zum Beispiel das Wort Information haben, dann bedeutet das auch, wenn man es auseinandernimmt, inform at eye on, also die Augen öffnen, um halt Neues wahrzunehmen, neues Wissen wahrzunehmen. Oder auch, um es im spirituellen Sinne zu sehen, das dritte Auge zu öffnen, um einfach, egal in welcher Form, offen zu sein für neue Informationen. Finde ich sehr interessant. Und das zeigt ja auch wieder, wie viel Macht ein Wort wirklich hat. Also wenn man jemanden verletzen möchte, muss man ihm nicht unbedingt ins Gesicht schlagen. Es reicht schon ein blödes Wort. Aber jetzt schauen wir doch erstmal rein, was ich von dem Thema Gendern so halte. Es ist schwachsinnig, meiner Meinung nach. Und ich kann es auch nicht für gut heißen, dass es jetzt natürlich uns allen aufgezwungen wird. Und dann haben wir, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, natürlich das generische Maskulin. Und dann wird halt alles einfach der Bürger. Hört sich erstmal männlich an, aber damit wurde ja irgendwann mal gesagt, okay, damit werden alle angesprochen. Und da wurde jetzt niemand diskriminiert und das war auch nie das Ziel dahinter. Und das jetzt aber als Ausrede zu nehmen dafür, oh nein, die ganzen Feministen schreien jetzt auf, wir werden als Frau gar nicht mehr angesprochen, weil er hat jetzt Schüler zu mir gesagt, aber ich bin doch eine Schülerin, ich bin doch eine Frau, sieht man das nicht? Und dann haben wir aber noch ein Problem, es ist halt einfach sehr, sehr kompliziert. Und ich bin der Meinung, und ich glaube, da können mir auch viele hier zustimmen, dass wir es niemals schaffen werden, irgendeine Regelung zu finden, die dann irgendwie alle Menschen ansprechen, alle Minderheiten, irgendjemand, der sich dann ausgegrenzt fühlt. Dann haben wir noch das Genitiv Singular, das Haus des Lehrers, ganz normaler Satz. Daraus wird dann was gemacht? Das Haus des der LehrersInnen. Wird von SchülerInnen mit Steinen oder Eiern, da kann man jetzt kreativ werden, beworfen und dann wird's aber auch irgendwann mal ganz, ganz verrückt, ja. Und wir werden niemals irgendeine Regelung finden, dass wir alle Minderheiten irgendwie einbeziehen. Und meiner Meinung nach ist es auch irgendwie eine Frechheit unserer Geschichte und Historie gegenüber und auch unserer Tradition und der Sprache gegenüber, dass wir einfach alles willkürlich verändern, so wie es uns gerade passt. Unsere Ahnen haben mündlich die Sprache weitergegeben und ich glaube, es geschieht sehr oft auf natürlichem Wege auch, dass sich Sprache verändert und mal Wörter dazukommen und dann wieder Wörter auch gestrichen werden oder einfach nicht mehr benutzt werden. Aber wir spielen dann wieder Gott und sagen jetzt, das und das muss gestrichen werden, das und das wird jetzt angepasst. Ähnlich wie auch in dem Buch von George Orwell, sehr wichtig. Da wird ja auch gezeigt, dass Menschen in Angst leben, 24/7 am Arbeiten sind und vor allem auch der Wortschatz immer, immer geringer wird. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann ja nur über etwas reden und die Emotionen dazu ausdrücken, wenn man auch das Wort dafür kennt. Also wenn ich euch jetzt sagen will, dass ich Angst habe, aber keiner von uns das Wort Angst kennen würde, wie soll ich es rüberbringen? Geht nicht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wenn sich nie jemand das Wort Antifeminismus ausgedacht hätte, dass auch sich keiner darüber Gedanken machen würde, denn wir wissen nicht, was ist und was soll das, Als ich mein Outing, wie ich gendern finde, publik gemacht habe und es auf Instagram, TikTok und YouTube nochmal gepostet habe, was ich davon halte, ist es wirklich durch die Decke gegangen. Also bei Instagram hat es, glaube ich, 600.000 Aufrufe, was für Instagram wirklich sehr viel ist. YouTube auch so 200.000. Und bei TikTok ist natürlich gesperrt, wie sonst, denn es passt nicht zu den Richtlinien.
Aber das zeigt ja auch, wie dringend es ist, dass wir unsere Meinung sagen sollten, auch wenn wir mal etwas nicht gut finden, was in der Welt passiert. Denn wir sind ja nicht dafür verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir eben nicht tun. Und wenn immer nur jeder seinen Mund hält und sich nicht dazu äußert, in was für einer Gesellschaft leben wir dann? Um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wenn jemand zu euch sagt, ihr sollt gendern und ihr sollt tolerant sein, könnt ihr auch einfach sagen, nein, bin ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Denn wir müssen nicht tolerant sein. Tolerant bedeutet, eine Moral zu haben. Und die Moral entsteht meistens im Elternhaus natürlich durch unterschiedliche Werte, die man mitbekommt. Und da jede Person, jeder Mensch einfach unterschiedliche Werte hat, werden wir niemals eine Gesellschaft haben, die alle die gleichen Werte pflegt, also dementsprechend auch eine gleiche Toleranz hat und auch eine gleiche Toleranzgrenze. Das wird einfach nicht möglich sein. Und es ist ja auch gut so. Was wiederum bedeutet, wenn jemand zu euch sagt, ihr müsst jetzt tolerant sein, könnt ihr auch einfach sagen, nein. Der Staat ist der Einzige, der wirklich tolerant sein muss und alle Bürger gleich behandeln muss. Wir Menschen müssen das nicht. Übrigens rechtlich gesehen auch nicht. Und ganz ehrlich, meine Toleranzgrenze ist schon lange erreicht, denn seitdem der Staat mir sagen will, dass ich in meiner Klausur oder in meiner Arbeit, die ich an einer staatlichen Hochschule schreibe, alles durchgendern muss, da sage ich ganz ehrlich, nee danke, habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich dann irgendwann mal Kinder habe und mir dort gesagt wird, wir müssen jetzt alle tolerant sein und es ist gut, wenn Kinder von queeren Frauen, Transmännern und Fabelwesen bunte Geschichten über Sexualität vorgelesen bekommen, da sage ich auch, nein danke. Es geht um Macht. Und das ist, glaube ich, immer so. Es geht immer um Macht. In der ganzen Weltgeschichte geht es um Macht, ging es immer um Macht. Ob das, was in den Geschichtsbüchern steht, wahr ist, ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht auch nur ein Abbild einer Realität von einer Person, aber ob es die Wahrheit ist, das wissen wir natürlich auch nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir leben auch in einer Zeit, in der uns Politiker sagen wollen, was wir zu denken haben, wie wir zu sprechen haben. Und dann steht dann Obama da und sagt, ich bin jetzt für Frieden. Und wo war er dann kurz später? In Afghanistan. Richtig. Er hat gesagt, er ist für Frieden, aber mit welchen Mitteln er diesen Frieden machen möchte. Hat aber den Nobelpreis gekriegt. Ja, schon noch besser. Das hat er natürlich nicht gesagt. Ja, vielleicht war sein Mittel, Waffen zu schicken und jetzt schicken wir Waffen in die Ukraine, weil das jetzt das Mittel für Frieden ist. Krieg, Frieden, fast das Gleiche. Der Habeck sagt, ja, die Unternehmen sind nicht insolvent, sie produzieren einfach nur nicht mehr. Ach so, ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich finde, Sie, Herr Lehrich, haben eben was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das Gefühl in der Sprache. Also wenn ich jetzt meine Videos mache, im meisten Fall, wenn ich dann auf der Straße unterwegs bin, ehrlich gesagt bereite ich mich nie auf irgendetwas vor. Ich weiß zwar worüber ich reden möchte, aber ich möchte, wie Sie eben schon gesagt haben, sehr natürlich wirken und deswegen versuche ich einfach das zu sagen, was mir mein Herz sagt, was mein Bauch sagt, was in dieser Situation, in diesem Moment einfach richtig ist. Also intuitiv. Intuitiv, genau. Ja. Intuition ist ein gutes Wort. Und das Gefühl in der Sprache geht verloren. Und wenn wir jetzt auch die Sprache so verändern, dass wir zum Beispiel sagen, das Wort Mutter. Wenn man über seine Mutter redet, dann muss ich persönlich lachen und habe positive Assoziationen damit. Aber das wird jetzt auch geändert, das Wort, zu Elternteil 1 und Elternteil 2. Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Gebärende Person. Ich bin jetzt keine Frau mehr. Und Frau, das Wort wurde ja auch mal verändert. Denn Frau war in der damaligen Zeit eine verheiratete Frau. Jetzt würden Sie ja zu mir sagen, ich bin auch eine Frau. Fräulein. Aber eigentlich wäre ich eigentlich ein Fräulein, richtig. Und so wird einfach die ganze Sprache auch umgekehrt. Und wenn wir dann Begriffe haben wie Elternteil 1 und Elternteil 2, also da sind ja jegliche Gefühle weg. Mhm. Da habe ich ja gar keinen Bezug zu. Und so wird alles komplett verdreht und verändert in dieser Welt aktuell. Kurz gesagt haben wir es mit einem voluntarischen Eingriff in der Sprache zu tun. Und da kann man natürlich immer weiter in die Tiefe gehen und sich fragen, warum wird das so gemacht? Und warum wird unsere Sprache, unser Wortschatz immer weiter verkleinert? Was ist das eigentliche Ziel dahinter? Aber nun interessiert mich natürlich auch sehr eure Meinung. Also schreibt sie gerne in die Kommentare. Und falls ihr die ganze Fairtalk-Folge noch nicht gesehen habt, schaut in der Beschreibung rein.